Meine Damen und Herren, zu Gast bei uns ist Bernd Eichenseher und wie heißt du nochmal, mein Junge? Wir sind bei dem Master Richard Pfeiffer von der AStA. Er ist in der Referat für politische Bildung vorgestellt. Sie werden heute uns die Geschehnisse aus Ihrer Sicht von der HTW erzählen. Vorher sehen wir aber einen Beitrag darüber. Neben mir sitzt Jens Breuer von der HTW. Seid ihr eigentlich jetzt schon in der AStA, oder? Ja, okay, die Frage ist so einfach nicht zu beantworten. Regulär gewählt sind wir. Es ist jetzt allerdings momentan so, dass die Hochschulleitung den Stupa-Beschluss beanstandet hat. Also wir haben am 6.6. in einer Stupa-Sitzung ein konstruktives Misstrauensvotum gegen unseren alten AStA gestellt. Das bedeutet, wir wählen den ab und im Gegenzug sagen wir halt auch, okay, hier sind halt jetzt die neuen Kandidaten und ja, und das Misstrauensvotum war erfolgreich, also der alte AStA ist damit abgewählt und jetzt ist es nur so, die Hochschulleitung hat jetzt diesen Beschluss beanstandet. Und was hat das eigentlich mit der Tür und dem Schloss auf sich? Kannst du uns das ein bisschen erklären? Anscheinend hat sich die Polizei noch mit eingeschaltet. Ja, also wir waren dann am 11.06. war das, glaube ich, 11.11. Montag, also der Montag nach dem 6. wollten wir dann unser Amt also antreten, also mal einen Geschäftsbetrieb aufnehmen, weil wir waren ja regulär gewählt und sind dann halt ins AStA-Büro. Die Mitarbeiterin, die Nicole, die wir alle sehr, sehr mögen, war halt zu dem Zeitpunkt gerade da, hat das Büro aufgesperrt und wir haben dann direkt mal angefangen zu gucken, ja okay, was ist denn, was läuft denn hier so, wie ist denn hier so der reguläre Geschäftsbetrieb? Ich meine, ich für meinen Teil habe halt nie AStA gemacht, weiß halt auch nicht so genau, was da jetzt halt zu machen ist. Und ja, und dann kam halt einer vom alten AStA, den haben wir dann zuerst mal gefragt, wie es halt aussieht. Hier haben dem halt das Protokoll gezeigt von unserer Sitzung, dem Misstrauensvotum, und haben halt gebeten, uns seinen Schlüssel auszuhändigen. Also normalerweise ist das halt auch gang und gäbe, da gibt es halt ein Protokoll und das ist quasi... Welche Aussichten gibt es denn für die Zukunft? Naja, also die aktuelle Aussicht ist so, dass am Samstag hatte ich Post im Briefkasten von der Hochschulleitung. Und man hat mir da den, wir haben so geschrieben, den Widerruf, nee, die Androhung des Widerrufs der Immatrikulation. Die Gegenseite war für ein Interview leider nicht zu begeistern. Jedoch bleibt OrgaTV für euch am Ball und berichtet wieder, sobald es neue Ergebnisse gibt. Also ihr seid ja jetzt im neuen AStA, der aber nicht im Amt ist. Woran liegt denn das? Also der Beschluss, der in der Studierendenparlamentssitzung beschlossen wurde, also mit konstruktivem Misstrauensvotum sind wir zum AStA gewählt worden, der wurde von der Hochschulleitung in ihrer Funktion als Rechtsaufsicht wieder aufgehoben. Also wir vermuten dahinter eben, weil man versucht, uns die Unterlagen nicht einsehen zu lassen in der AStA. Wir versuchen da auch einen Fall aufzuklären über den Veruntreuungsverdacht des abgewählten AStAs. Genau, darum geht es ja auch. Genau. Ihr werft ja den alten AStA Veruntreuung von 50.000 Euro vor. Ja. Das sind ja ganz ernste Beschuldigungen. Könnt ihr das auch beweisen? Also wir haben ziemlich viele Unterlagen gesichtet, also an die wir rangekommen sind. Also zum Beispiel Stupa-Protokolle. Wir haben hier zum Beispiel ein Stupa-Protokoll vorliegen. Was man hier sieht, ist vom 9.10.2009. Das war 9 Tage nach der Amtszeit dieses Stupas, die den Beschluss gefasst haben. Es waren nur 5 Mitglieder von 17 anwesend. Und von diesen waren auch noch, also bei dem Beschluss sind dann noch E-Mail-Vollmachten vergeben worden, mit denen dann dieser Beschluss einfach durchgewinkt wurde. Und das Verrückte daran ist eben, dass ein jetziges AStA-Mitglied eben dort die Sitzungsleitung auch hatte und seiner Firma, in der er eigentlich beteiligt ist, auch eben diese 50.000 Euro dann zugute gekommen sind. Mhm. Und okay. Das ist eben, deshalb, wir konnten bis den Zahlungsvorgang konnten wir nicht belegen, deswegen haben wir versucht auch eben die Unterlagen eben sichten zu dürfen. Also. Und wie hat die Universitätsleitung auf die ganze Geschichte reagiert? Also wer hat sich sonst alles noch eingeschaltet? Also wir sind dann am Montag nach dieser AStA-Wahl sind wir in das AStA-Büro, haben dann halt eine ganz normale Amtsübergabe gemacht. Ich bin da als Gast mit dabei gewesen, weil ich auf der Sitzung als Sachverständiger geladen war. Und dann haben die einfach mal die Polizei gerufen. Ohne ein Wort, ohne eine Rückfrage. Die haben auch das Protokoll nicht angefordert. Die haben nicht gefragt, warum seid ihr neuer AStA? Die haben einfach Polizei gerufen, 3 Streifenwagen. Die sind dann gekommen, die haben erzählt gekriegt, sie müssten unsere Taschen beschlagnahmen, unsere Laptops beschlagnahmen, uns durchsuchen.
Und uns wurde vorgeworfen, dass wir da Hausfriedensbruch begangen hätten, Amtsanmaßung und was haben wir uns noch vorgeworfen? Nötigung und ja. Und wir hätten illegal Daten entwenden versucht und so Sachen. Und dann kam dann halt irgendwann ein Oberkriminaldirektor hinzu und der hat die Sache dann geklärt. Die Streifenpolizisten auch mal informiert, dass sie das gar nicht dürfen. Und dann hat sich die Sache langsam geklärt in Richtung, es ist dann doch nicht so illegal, was wir da tun, sondern es ist ein gewählter Aster und die Hochschulleitung hat schnell geschossen. Okay. Und aber zurzeit sind ja noch die alten Astanten jetzt im Amt. Ja. Was ist denn da schiefgegangen in dem Fall? Also wie gesagt, die Hochschulleitung hat in ihrer Funktion als Rechtsaufsicht erstmal Fakten geschaffen. Die sind hergegangen und gesagt, ihr seid nicht der legitime Aster und jetzt muss das erst ein Gericht klären, ob wir jetzt der legitime Aster sind, ob das jetzt halt, wie gesagt, nach der Satzung konform war. Wir haben uns extra einen Anwalt zum Beispiel hinzugezogen, schon während dieser ganzen Geschichte, der hat gesagt, das ist alles legitim und passt. Aber wie gesagt, die Hochschulleitung behauptet da das Gegenteil. Okay, gibt es schon Fortschritte? Also ja, Fortschritte, es ist immer schwierig vor Gericht. Fortschritte gibt es schon. Also wir haben Anzeigen diesbezüglich auch geschaltet, wir haben Dienstaufsichtsbeschwerden geschrieben und so weiter und so fort. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt auch, das stand ja auch in der Presse. Und wir werden halt sehen, was da rauskommt. Der Staatsanwalt braucht halt noch ein paar Wochen, also es hieß 3 Wochen mindestens. Also kann man schon als Fortschritt werten, denke ich, dass man immerhin die Staatsanwaltschaft ermittelt. Wir haben es ja auch schon im Beitrag gesehen. Ja. Es hieß ja tatsächlich, du, Richard, darfst jetzt nicht mehr in die HTW. Das ist richtig. Mir wurde ein Hausverbot ausgesprochen. Das ist auch von meinem Anwalt inzwischen beanstandet worden, der da gegen Klage erheben will, wenn sie das nicht wieder aufheben. Begründung war ziemlich lächerlich, weil die Wahl des Aster nicht legitim gewesen sei und ich in diesem Büro war. Nun haben sie diesen Wahl erst am Tag darauf beanstandet. Also die versuchen irgendwie, dass ich hätte in die Zukunft schauen müssen. Hm. Kann ich leider nicht. Und die andere Sache ist, ich war in einem Büro. Da ist jetzt nichts Böses dran. Da hat man aber behauptet, es sei Gewalt gewesen. Da steht wirklich in diesem Schreiben für das Hausverbot drin, ich hätte Gewalt ausgeübt. Also so wie jetzt gerade. Ah, ja. Was ist mit dir? Also du hast aber kein Hausverbot bekommen. Ihr wart ja also, zusammen dort. Irgendwas kann da ja nicht stimmen. Alle anwesenden Studenten, egal ob, die haben gar nicht gefragt, wer jetzt da zur Aster gehört oder wer nicht. Also auch, es waren auch 2 Studenten zum Beispiel anwesend, die einfach nur zufällig da waren. Die wurden jetzt alle mit einer Exmatrikulationsandrohung versehen. Also ich habe auch eine Exmatrikulationsandrohung bekommen. Und ja, da hat man uns halt darauf hingewiesen, dass wir illegal einen Raum besetzt hätten und das Gleiche, was eigentlich auch in dieser Geschichte drin stand. Ja, sehr spannend. Ich glaube nicht. Total verrückt. Eine ganz andere Frage. Wie haben denn die Studierenden darauf reagiert? Als wir bei euch waren, um den Beitrag zu drehen, haben wir noch mit ein paar Studenten gesprochen. Sie kriegen das einfach nicht so richtig mit, habe ich das Gefühl. Das heißt, sie wissen, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Es läuft nicht, wie es laufen soll, aber so richtig was los ist, wissen die auch nicht. Genau, das Problem ist, das ist ein sehr komplexer Fall. Den hier zu erklären, ist ganz schwierig. Der zieht sich ja, also es gab 2010, 2011 zum Beispiel überhaupt keine Stupa an der HTW. Die hat man einfach abgeschafft. Also ne, einfach mal so die Stupa-Wahlen ausgesetzt, dann hat eben diese Probleme haben dann erst angefangen. Und wenn man das alles erklären will, das ist so kompliziert, dass man es kaum transportieren kann. Also die Dienstaufsichtsbeschwerde zum Beispiel, die geschrieben haben, die hat 14 Seiten oder sogar noch mehr, ich weiß gar nicht mehr. Und wir haben mittlerweile 3 Dienstaufsichtsbeschwerden, wenn man die Seiten zusammenzählt, dann kommen wir da auf 30 Seiten. Oder die Anzeige, die hat, ich war 3 Tage lang in der Zeugenvernehmung für die Anzeige. Also das ist so ein komplizierter Fall, das kann man sich echt nicht vorstellen. Hm. Also es gibt da auch noch einige Problemfälle, mehr als nur diese 50.000 Euro. Wir haben aber durchaus Unterstützung von Studierenden. Beispielsweise für das Manifest für Demokratie und Transparenz an der HTW haben wir 400 Unterschriften bekommen. Also da ist durchaus Feedback da von Leuten. Das war in kurzer Zeit, ist dann an die Staatskanzlei gegangen. Und es ist halt mit den Mitteln einer Hochschulgruppe schwierig, viel Leute zu erreichen. Es sind halt über 4.000 Studierende dort, über 5.000 inzwischen. Ja. Und die zu erreichen mit einer kleinen Gruppe Leute ist halt schwierig. Aber es geht langsam voran. Also der Beitrag heute wird hoffentlich helfen. Das war viel auch. Und dazu kommt ja auch noch, dass das massiver Druck ist, der auf die Studenten wirkt. Also die da vorne stehen, wie gesagt, da wird nicht lang gefackelt. Also es gibt auch von mir, der Prorektor hat jetzt am Montag zum Beispiel über mich eine Mail an die ganze Hochschulöffentlichkeit geschrieben, in dem er mich offen angreift und so. Also da passieren da ganz merkwürdige Dinge und es tut sich ja eigentlich kein Student freiwillig an, muss man schon leider sagen. Und deswegen, es gibt auch viele Fälle, die aus psychischen Gründen schon zurückgetreten sind. Also bei uns, wir haben ein Stupa-Präsidentschaftssterben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es ist total verrückt.
wenn man das mal so betrachtet. Aber wir hoffen halt, das jetzt durchzustehen. Wir haben jetzt, wie gesagt, die rechtlichen Schritte, das ist die einzige Sache, die wir noch gesehen haben. Wir haben 7 Versuche gestartet, das ohne Öffentlichkeit hinzubekommen. Und jetzt hat, wie gesagt, die Polizei haben nicht wir gerufen, die hat der Kornetz gerufen und deswegen ist jetzt die Öffentlichkeit auch so entstanden. Das mittlerweile. Muss man ja auch sagen. Ja. Es ist ja nicht so, dass ihr dann direkt einen Krawall gemacht habt, sondern ihr habt tatsächlich versucht, erstmal. Wir haben 7 Versuche gestartet. Wir haben Fragen gestellt, die wurden nicht beantwortet. Dann gab es einen Untersuchungsausschuss, den wir in der Stupa eingerichtet hatten. Dann hat der Herr Kornetz den Stupa-Ausschuss einfach mal aufgelöst mit ganz merkwürdigen Begründungen. Wir wollten dann Quittungen einsehen mit dem Kassenprüfungsausschuss. Dann hat er gesagt, wir dürfen ab jetzt keine Quittungen mehr einsehen, die älter sind wie Oktober 2011. Also die ganzen interessanten Quittungen durften wir plötzlich nicht mehr einsehen. Also das ist total irre, was da passiert. Kann man sich kaum vorstellen eigentlich. Ich hoffe, wir können in einer anderen Sendung auch ein bisschen länger darüber reden. Das wäre schön. Und wir hoffen natürlich auch, dass die andere Seite mit dabei ist. Gerne. Da haben Sie schon eingeladen. Leider konnten Sie oder wollten Sie jetzt nicht kommen. Mhm. Wir danken euch schon mal, dass ihr da wart. Und ich hoffe, es ist eine Hilfe und das wird so schnell wie möglich auch gelöst. Drückt uns die Daumen.